So, nächstes Thema, Bonfire für Jira. Was ist das, Sven? Bonfire ist unser agiles Testtool für Jira. Ich habe es ausprobiert. Ich dachte erst, das wäre nur so ein Screenshot-Tool. Aber eigentlich ist es viel mehr. Also wir machen damit, also wir kommen ja gleich dazu, aber wir machen damit Test-Sessions. Man kann vor sich Templates anlegen, die man, Sachen, die man dann aussuchen kann für seine Test-Session, für die Issues. Und man muss einfach nicht mehr, während man testet, während man seine Web-Applikation testet, muss man nicht mehr zu Jira wechseln. Das ist es eigentlich, was das Killer-Feature dieses Tools, Was ist würde denn ich sagen. eine Test-Session? Eine Test-Session, wenn man eine Story hat oder ein Feature, das man testen will, kann man sich eine Test-Session jetzt neuerdings mit Bonfire in Jira machen. Ich sag mal, wenn man zum Beispiel die Security oder die Sicherheit einer App testen will, das wäre für mich so eine Test-Session, halt Sachen, die man in einem Kontext zusammen testen möchte, und man dann irgendwelche Fehler findet. Diese Fehler werden dann alle an diese Test-Session gehängt. Also so eine Art umfassende Testaufgabe für irgendwie eine User Story oder irgendein agiles Element, das jetzt gerade Genau, entwickelt worden ist. irgendwas Größeres, was man testen möchte, wo man dann einfach durchgeht und das einmal explorativ testet. Ich zeige mal ganz kurz nochmal unser Agenda-Dokument. Wir haben dazu auch was vorbereitet. Also erstmal gibt es da so hier eine Übersicht, was ist das überhaupt? In Beschreibung nochmal, das werden wir hier ganz gut rüberbringen können. Dann In-App-Bug-Submissions, das haben wir gerade eben schon dargestellt, kommentierte Screenshots und so weiter. Ich würde vermuten, dass es sinnvoll ist, dass wir einfach mal direkt in die Applikation reingehen und uns das anschauen, wie Bonfire funktioniert. Wir nehmen vielleicht jetzt einfach mal hier diese Seite und ich habe hier oben. Das kann man hoffentlich einigermaßen sehen, ist so eine kleine Flamme in meinem Google Chrome Browser installiert oder also sichtbar. Und sowohl in Chrome als auch, Sven, hilf mir, welche Browser werden alle unterstützt? Safari, Internet Explorer und Firefox. Genau, also eigentlich alles, was üblich ist, nur Opera wie immer außen vor. Ja. Wobei das ja den Opera-Nutzern vermutlich nicht ganz neu ist. Also eigentlich alles, was häufig im Unternehmen im Einsatz ist, sowohl in Internet Explorer als auch in Firefox Chrome, kann man da nutzen, auch die Mac-User. So, ich klicke also hier oben auf meine Flamme und dann geht ein neues Fenster auf und in diesem Fenster sehe ich den Bildschirmausschnitt von der Seite, auf der ich gerade gewesen bin und kann die jetzt hier, der wird dann als Bildschirmausschnitt hier angehängt, kann hier das jetzt beschreiben. Hier oben ist so eine Toolbar, mit der ich mit verschiedenen Werkzeugen jetzt hier arbeiten kann. Ich könnte zum Beispiel jetzt hier hingehen und, Moment, da kommt noch ein Chatter. Und habe jetzt hier zum Beispiel noch so ein File-Element. Ah, sorry, da muss man natürlich jetzt mal drauf drücken. So, sorry, so. Und achso, kann man übrigens auch hier rückgängig machen. Ne? Kann ich also hingehen und ersten, so mein File kann es jetzt hier noch irgendwie beschreiben und sagen, dieser Text muss werblicher werden. Hin, speichere das. Man sieht hier oben auch schon, dass dieser Screenshot sich auch entsprechend verändert. Also ich habe hier eine relativ einfache Möglichkeit darzustellen, was in einer auf einer Seite verändert werden muss. Und dann schreibe ich es hier ein, Text werblicher machen und klicke einfach mal auf Create Issue. Hier jetzt, wenn wir das einfach mal so werblich machen würden, Sven, einfach nochmal deinen Einsatz. Was ist der große Vorteil? Das sehe ich nämlich ganz genauso. Dass ich jetzt nicht zu Jira wechseln muss, sondern ich kann einfach weiter testen. Genau, also wie Atlassian nennt das In-App Bug Submission. Das heißt, ich bleibe in meiner Applikation drin,
Und das ist ja auch gerade, deswegen hatte ich vorhin gefragt, was ist eigentlich eine Testsession? Also ich will ja eine Sitzung haben, in der ich mich möglichst intensiv darum kümmere, was ich gerade testen will. Was denkt denn der User gerade? Und wenn ich immer wechseln muss in mein Jira, dann komme ich halt total aus der Situation raus. Ich kann mich überhaupt nicht auf das konzentrieren, was der User gerade fühlt. Und was Bonfire jetzt versucht, ist, die Situation ein bisschen reibungsloser und ein bisschen natürlicher zu gestalten, indem ich halt in der Software bleiben kann und einfach in meinem Browser dann sage, das ist jetzt mein Screenshot, das ist mein Problem. Hier kam gerade eine Frage, wie sieht es mit Pop-ups aus? Das können wir einfach mal ausprobieren. Ich habe vorhin schon festgestellt, dass zumindest um da auch mal sozusagen offen eine Herausforderung darzustellen, machen wir, scrollen wir mal ein Stück weiter runter hier. Also die, so mein Bug habe ich jetzt reported, prima. Jetzt wenn ich hier, habe ich jetzt so ein YouTube-Video, kann ich jetzt auch wieder hier auf Bonfire klicken und dann sehe ich schon mal, okay, das klappt ja auch. Also YouTube-Video, kein Problem, kann ich sagen, warum guckt denn der so doof? Wenn ich jetzt aber hingehe und nehme ein anderes Flash-Element und zum Beispiel hier die Live-Session und mache hier jetzt mal einen Screenshot, dann fehlt das hier. Da. Genau, kannst du gleich in Jira, in unsere offene Instanz, ja, übrigens, und sagen, insofern ist das Issue feiern. Ja, das ist im Übrigen auch durchaus, hier ist noch eine Frage, wir kommen gleich dazu zurück. Erstmal kann ich das hier sehr schnell anlegen und die Frage war ja eigentlich nach einem Pop-up. Insofern habe ich einfach nicht das beantwortet, was eigentlich gefragt wurde. Wir nehmen jetzt mal hier das Pop-up und das... Ach so, Moment mal, das ist ein Layer. Das wird vermutlich gut funktionieren. Ja genau, den habe ich. Wie sieht das bei einem Pop-up aus? Jetzt verstehe ich erst den Sinn der Frage. Habe ich in einem Pop-up denn dann auch dieses Bonfire-Symbol, Sven? Weißt du das? Weiß ich nicht, kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es da auch ist. Also insofern... Dass er keine Leiste hat, ein Pop-up. Ich finde, also ich lese mal kurz vor, was der Fragesteller hier gefragt hat. Besonders mit Pop-ups, in denen viel Flash abgespielt wird, Smiley. Ich finde Bonfire total geil, aber wir haben viel Flash in einem Pop-up und da habe ich es nicht zum Laufen bekommen. Insofern, ja, das war ja eine Falle. Eine Falle als Frage. Ja, okay, genau. Er wusste die Antwort schon auf die Frage und wollte uns nur in die Falle locken. Insofern, wie das halt so bei Produkten ist, ja, wenn die neu sind, gibt es noch Dinge, die verbessert werden müssen, wie wir jetzt hier gerade gesehen haben, Flash-Elemente, vielleicht auch Pop-Ups. Vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz, das ist, denke ich, eine relativ hilfreiche Sache, nochmal durch, wie das normalerweise ablaufen würde. Ja, also wenn ich jetzt nämlich in meinem normalen Projekt wäre, würde ich hier oben jetzt auf Bug klicken und würde sagen, dass Flash-Element fehlt. Und jetzt hätte ich erstmal das Problem, wie kriege ich denn jetzt meinen Screenshot her? Ja, okay, gehe ich also wieder zu meinem Element zurück. Und jetzt ist es zum Beispiel so, ich habe jetzt hier ein Tool extra installiert, Jing, mit dem ich hier jetzt einen Screenshot machen kann. Tara, ja, kann ich auch hier alles ganz toll darstellen. Das ist, ich würde sagen, sogar noch hübscher als ein ganz hübsch, ja. Hübscher als in Bonfire. Das Problem ist nur, die meisten Kunden scheitern daran, dass sie dieses Tool gar nicht installieren können, ja. Ja, aber es ist kostenfrei. Ja, aber es ist nicht compliant, geht nicht. So, jetzt muss ich das erstmal auf meiner Festplatte, jetzt habe ich das Tool, jetzt muss ich es erstmal auf meiner Festplatte abspeichern. So, Downloads, ja, vielleicht noch einen Dateinamen angeben. Und jetzt muss ich halt hier bei dem Vorgang dann hingehen und muss sagen, wo kann ich das denn da hochladen, da unten. So, jetzt muss ich meinen Ordner raussuchen, Downloads, dann nehme ich das jetzt. Jetzt wird es hier hochgeladen und jetzt drücke ich auf Erstellen. So, wie lange hat das gedauert? Sagen wir mal 25 Sekunden. Und der Hauptpunkt, um das nochmal zurückzubringen, ich bin halt jetzt komplett raus aus meiner eigentlichen Testsession. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu meinem ursprünglichen Beispiel mit Bonfire. Hier gehe ich jetzt hin, sage so, hier ist mein neues Fenster in Bonfire. Dann nehme ich dieses File-Symbol, klicke irgendwo drauf, schreibe noch was dazu. Flash-Element fehlt. Jetzt gibt es hier noch so sogenannte Templates.
Ja, können wir hier mal auswählen. Da werden automatisch Sachen eingefügt. Ich zeige das gleich mal. Flash fehlt. Und ich kann jetzt schon auf Create Issue drücken und bin nach, sagen wir mal, 8 Sekunden fertig. Das ist schon ein großer Vorteil und ich bin halt immer noch innerhalb meines Browsers und kann jetzt einfach weitermachen in meiner Session. Und hier werden mir noch so ein paar Hilfestellungen gegeben. Ich habe hier mal so ein Template angelegt. Drücke ich mal auf Create Issue, dann können wir uns das Template gleich mal angucken. Mit dem ich hier Standarddokumentation, gucken wir uns mal an. So, ich wollte eigentlich auf Bearbeiten klicken. So, hier gibt es so Variablen. Ja, also man kann den Titel der Seite übergeben lassen, man kann die URL übergeben lassen, den User Agent mit den ganzen, was ich habe jetzt zum Beispiel Chrome, was für ein Betriebssystem und so weiter und ob er Cookies akzeptiert oder nicht. Ja, das kann alles automatisch übergeben werden und gibt auch so ein paar Hintergrundinformationen, die halt automatisch gesammelt werden können. Und was ziemlich cool ist, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, Sven, aber man kann wohl auch eigene Variablen hinterlegen. Ja? Für Genau, Jira alle. Ja? habe ich gesehen, hat das irgendjemand schon gebastelt, dass da irgendwie die Jira-Versionsnummer oder so noch mit übergeben wird. Das kann man. Und also das könnte ich mir halt bei sehr vielen Applikationen vorstellen, dass man so ein paar User-Informationen mit in das den Jira-Vorgang übergibt, damit diejenigen wissen, war das jetzt ein Administrator oder war das ein normaler User, was hatte der für Rechte und so weiter, um das halt später nachprüfen zu können. Genau, also diese Templates sind super sinnvoll. Wir haben bei Atlassian, verbraucht jeder Tester, bevor es Bonfire gab, einen halben Tag pro Woche, um einfach nur in Jira zu wechseln, da den Issue einzutragen und dann wieder zurück in seine Web-Applikation zu wechseln. Einen halben Tag. Und jetzt durch diese Templates kann man sich ja alles schon vorher einstellen, welcher Version habe ich das gefunden und so weiter und so fort. Spart man unheimlich viel Zeit als Tester. Sven, ich habe vorhin, hier kommt eine Frage, die ich vorhin vergessen habe, dich zu fragen. Wir wussten aber beide schon, dass sie kommen würde. Sven kann nicht zufällig sagen, wann und ob die Flash-Kompatibilität in Bonfire gegeben sein wird, oder? Kann ich leider nicht. Nein. Ja. Ich weiß es wirklich nicht. Also Ja. ich gerne. Also wir hatten vor der Live-Session schon darüber gesprochen, dass Sven jetzt nicht der Produktmanager geworden ist, sondern halt nur jemand ist, der aus Deutschland an die Produktmanager Feedback geben kann. Das heißt, es ist sicherlich schon sinnvoll, ihm zu sagen, wisst ihr was? Seit 5 Jahren warte ich darauf, dass ihr die und die Funktion einbaut. Das nervt mich total. Aber das ist halt genauso wie vorher bei Atlassian auch. Die arbeiten sehr transparent und man kann halt sehen, wie viele Stimmen ein Issue schon bekommen hat und mehr als eine zusätzliche Stimme geben kann der Sven vermutlich auch nicht. Nee. Ja. Und insofern, ich traue mich da mehr zu sagen. Es ist für Atlassian mit Sicherheit sehr wichtig, auch Flash-Applikationen zu unterstützen. Und um dieses Produkt erfolgreicher zu machen, werden die auch Flash unterstützen in einer späteren Version. Jetzt muss man dazu sagen, dass, wie das in der Historie so ist, viele Produkte werden aus dem eigenen Bedarf herausgeboren. Das heißt, Atlassian hat halt selber, wie der Sven das schon sagt, ganz viel Zeit damit verbraten, Test-Sessions zu organisieren. Jetzt haben die halt ein Tool, mit dem man das machen kann. Das haben sie dann halt auch als Produkt angeboten. Da die selber keine Flash-Applikationen entwickeln, ist das nicht so hoch auf deren Prioritätsliste. Ich glaube aber trotzdem, dass sie es abbilden werden. Wir sehen ja auch schon bei YouTube, dass es geht. Ja, ich muss dazu sagen, dieses Produkt ist ja auch aus einem 20%-Projekt. Also bei Atlassian haben wir die Möglichkeit, 20% unserer Zeit mit unseren eigenen Projekten uns zu befassen. Und daraus ist es auch entstanden, aus unserer Testgruppe, 20%-Projekt. Und wie du schon gesagt hast, wir haben bei uns keine Flash-Applikation. Deswegen ist es jetzt in der Version 1.0 auch noch nicht drin. Wollen das Produkt jetzt erstmal so weit vorantreiben und natürlich sammeln wir jetzt das Feedback ein, um die Version 1.2 oder 1.3 zu machen. Ich kann aber leider nicht sagen, ob das jetzt schon da drin ist, aber ich bin mir ganz sicher, dass das nicht die einzige Anfrage ist für Flash in Bonfire. Und mit YouTube geht es ja offensichtlich schon. Insofern ist der Weg vermutlich gar nicht mehr so weit. Gut, dann schauen wir doch mal uns noch den Fall mit der Test-Session an, um das abzuschließen für Bonfire. Wenn ich jetzt ein
Vorgang anlege. Und jetzt mal hier, also ich will eine neue Funktion als ich hatte doch vorhin schon da was naja. Als Zuschauer möchte ich eine saubere Dokumentation der Bonfire Live Session, damit ich mich nachbereiten kann. So, das soll jetzt unser Vorgang sein. Und für diesen Vorgang kann ich unter weitere Aktionen, natürlich auch über die Keyboard-Shortcuts, eine Test-Session anlegen. Die nenne ich jetzt mal Dokumentation prüfen. Stell die. Die erscheint dann hier unten auch als Test-Session. Sehe ich dann hier, Dokumentation prüfen. Und wenn ich jetzt, hier habe ich ja meine Dokumentation. Jetzt klicke ich auf Bonfire. Vielleicht erstmal muss ich mal gucken, ob ich irgendwas finde, was hier in meiner Bonfire-Dokumentation. Gehen wir mal auf die Preisliste. So. Und jetzt klicke ich hier drauf. Und in Bonfire kann ich jetzt hier diese Session sehen und kann die starten. Und alles, was ich jetzt aufnehme an Bugs, wird mir auch nochmal erklärt, alles, was ich jetzt starte und aufnehme, kommt in diese Test-Session später rein und lässt sich dann später auch zusammengefasst abbilden. Sieht auf den ersten Blick gut aus. Das ist jetzt hier eine Notiz zu der Test-Session, die ich machen kann, wie so ein kleines Blog. Und jetzt würde ich hier hingehen und würde sagen, okay, jetzt nehme ich mal einen Screenshot, gebe mir mal hier so ein Template und mein Kommentar wäre jetzt ups. Warum keine Icons? So. Save. Hier hin. Save drücken. Icons einfügen wäre jetzt also mein Fall. Und jetzt nehmen wir nochmal der Vollständigkeit eine zweite Sache auf. Das Video soll ausgetauscht werden hier. Gleiches Spiel. Ich sehe auch hier oben schon direkt, dass ich immer noch in dieser Test-Session drin bin. Jetzt hier auf. Bitte das Video austauschen. Und drücke dann auf Create Issue. So, jetzt gehe ich hier oben wieder auf Sessions und sage, meine Session ist jetzt pausiert. Ich mache jetzt erstmal nicht mehr weiter. Kann ich auch später wieder starten. Und wenn ich jetzt in meinem Jira wieder gucke und mache hier einfach mal einen Neuladen, dann sehe ich, aha, die Test-Session wurde hier offensichtlich gerade pausiert. Kann da mal reinklicken und sehe dann innerhalb der Test-Session, okay, da wurde hier gestartet, dann wurde hier ein Kommentar abgegeben, sieht auf den ersten Blick gut aus, dann würde ein neues Jira-Element, einen Vorgang angelegt, einen Screenshot angefügt, noch einen Vorgang angelegt, noch einen Screenshot angefügt und dann wird das wieder pausiert. Ich sage jetzt hier weitermachen oder ist beendet. Ich kann jetzt hier noch sagen, das hat jetzt gedauert eine Stunde und das soll bitte auf den Fall TF9 soll diese Stunde verbucht werden. Und dann ist meine Test-Session abgeschlossen. Auch die Zeit wurde dargestellt, wie viele Issues ich erstellt habe und wie viele Leute daran teilgenommen haben. Also könnten ja auch 5 Leute an dieser Test-Session teilnehmen. Wie viele Leute testen dann bei Atlassian, Sven? Wir haben ungefähr pro 15 Entwickler einen Tester. Okay. Und das heißt also, wir haben agile Teams, das heißt, wir haben so ungefähr 10 Leute in einem Scrum-Team. Das heißt, auf ein Scrum-Team kommen 2/3 eines Testers. Okay, dann müssen Sie sich mit jemand anderem was teilen. Testen denn auch mehrere Leute eure Test-Sessions oder ist es eigentlich immer nur einer, der testet? Wie gesagt, also wir sehen ja, agiles Testing bedeutet ja auch, dass Entwickler bei uns mittesten. Mhm. Also nicht nur Leute aus der QA, sondern auch Entwickler testen bei uns mit. Das heißt, am Ende der Iteration will man natürlich alles gerne getestet haben. Und dann ist es egal, ob es ein Tester getestet hat. Die Tester testen dann die ein bisschen aufwendigeren Fälle und die Entwickler dann die etwas leichteren Fälle. Ja. Hier kommt die Frage, wo testen die Entwickler dann auch? Also das vielleicht ist es so zu fragen, testen die denn dann wirklich auch
Und bist die Antwort? Ja, natürlich. Naja, jeder muss ran im agilen Team und wenn da gerade ein Bottleneck ist, dann muss da bei den Testern mitgeholfen werden, klar. Gut. Ich würde sagen, ich wäre jetzt soweit mit der Softwarepräsentation erstmal fertig. Warum brauche ich das jetzt überhaupt, Sven? Ja, um Zeit zu sparen und um eine Nachvollziehbarkeit zu haben bei den Test-Sessions, welcher Bug welche Story welche Bugs ausgelöst haben. Also mehr Zuverlässigkeit, schnellerer Ablauf in der Applikation bleiben und sozusagen die Situation des Users besser fühlen. Das sind so die Gründe. Insofern könnte Genau. man sagen, Bonfire ist eigentlich nur für jemanden etwas, der webbasierte Software entwickelt, richtig? Momentan ja, genau. Ja. Vielleicht könnte ich, wenn ich jetzt eine iPhone-App entwickle, dann kann ich ja diese iPhone-App auch in so einem Simulator auf dem Rechner haben, aber dann kann ich ja keinen Screenshot machen aus dem Browser. Insofern ist das schon schwierig. Da kommt Ja, ihr das ist vielleicht so noch recht. hin. Mit den Pop-ups zusammen. Ja, Pop-ups, Flash und dann später dann vielleicht auch nochmal native Apps und iPhone-Apps. Okay, gut. Vielleicht ganz kurz zu den Preisen, auch bei dem Team Calendars. Die waren ja jetzt oder sind gerade noch, wenn ich es richtig verstanden habe, etwas reduziert. Ja? Genau, wir geben 40% Rabatt im Moment auf Bonfire. Und bei Team Calendars auch. Ja? Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber nur bis Ende des Monats. So sieht's aus, Das genau. heißt, ich kaufe mir das schnell, egal ob ich es brauche oder nicht, weil ich ja was spare. Na gut, kleiner Scherz. Gut, dann ja, vielen herzlichen Dank an den Sven fürs Dabeisein und das Präsentieren. Ja, vielen Wenn, Dank, ja, dass ich dabei sein durfte. gerne. Gibt jetzt hier, glaube ich, keine direkten weiteren Fragen. Insofern würde ich den Bonfire-Präsentationspart an der Stelle mal abschließen. Dankeschön.